Vor 50 Jahren, da gab es eine Tagesbildungsstätte. Das war etwas wie Kindertagesstätte, Schule und Werkstatt in einem. Werkstätten sind ein wesentlicher Bestandteil unseres inklusiven Arbeitsmarktes. Von Tag 1 wusste ich, das wird meine Arbeitsgruppe und da möchte ich hin. Der menschliche Faktor hat für uns natürlich einen enorm hohen Einfluss. Die Arbeiten in den Werkstätten zeichnen mit Sicherheit die Vielfalt der Arbeitsangebote aus. Bereits seit 1966 leistet die Lebenshilfe Heinsberg mit ihren unterschiedlichsten Einrichtungen eine wertvolle Arbeit zur Förderung und Begleitung von Menschen mit Behinderung. Mit der Gründung und stetigen Weiterentwicklung ihrer Werkstätten ist sie auch für Unternehmen ein wichtiger Partner geworden. Auch die Firma Elektrotechnik Tholen aus Gangelt kooperiert bereits seit Jahren mit der Lebenshilfe und lässt unter anderem Serienarbeiten durchführen. Wir können die Produkte, die hier eingesetzt werden und hier teilweise zusammengebaut werden, zwar kaufen, die sind industriell gefertigt, aber nichtsdestotrotz sind die menschlich zusammenzuführen und herzurichten. Und da fehlt bei uns oft einfach auch die Zeit und die Kapazität. Wir müssen auch schauen, dass wir die Baustellen in einem gewissen Zeitfenster fertigstellen. Und dann suchen wir Partner, wo wir diese Arbeit sinnvoll platzieren können. Und da ist mit Sicherheit die Lebenshilfe ein entscheidender Partner für uns. Beim Unternehmerfrühstück haben Dutzende Firmenvertreter sowie Bürgermeister die Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Für Maike Feddersen, die im Betrieb 3 in einer manuellen Gruppe arbeitet, sind die Tätigkeiten für und in den Unternehmen sehr wichtig. Es ist einfach wie eine Familie, muss man schon sagen, in unserem Betrieb. Also keiner wird ausgegrenzt oder keiner wird jetzt ausgegrenzt alleine, weil er irgendeine Behinderung hat und dann das eine nicht gut kann. Das gibt es bei uns in der Gruppe nicht. Es wird jeder aufgenommen. Also mein erster Arbeitstag, daran erinnere ich mich noch gut. Natürlich war ich schüchtern, wusste nicht, was auf mich zukommt. Aber die Leute, die haben so einen aufgenommen wie in der Familie. Und von Tag 1 wusste ich, das wird meine Arbeitsgruppe. Und da möchte ich hin. Und wenn ich dann sehe, dass teilweise wir enorm hohe Stückzahlen hier fertigen lassen, bei fast 0% Fehlerquote, dann ist das schon Wahnsinn. Und das ist dann auch erfreulich und macht dementsprechend noch mehr Spaß für uns auch zu sehen, dass wir hier einen enorm starken Partner haben. Alles begann mit der Einrichtung einer Tagesbildungsstätte. Eine Art Kindergarten, Schule und Werkstatt in einem. Für den Gesetzgeber gab es den Anspruch, diese Einrichtungen weiterzuentwickeln. Hier im Kreis Heinsberg fanden sich Eltern von Kindern mit Behinderung, die sagten, ja, genau das ist der richtige Weg. Wir müssen diesen Weg mitgehen, haben sich untergehakt, die Initiative ergriffen und tatsächlich die erste Werkstatt hier in Heinsberg aufgebaut, gegründet und 1974 in Betrieb genommen. Seitdem ermöglichen die Werkstätten der Lebenshilfe berufliche Förderangebote und sichere Arbeitsplätze für rund 1200 Menschen mit Behinderung im Kreis Heinsberg. Werkstätten sind ein wesentlicher Bestandteil unseres inklusiven Arbeitsmarktes. Und deswegen haben Werkstätten auch eine ganz, ganz große Bedeutung für unsere Gesellschaft. Denn sie geben Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, eben beruflich tätig zu sein, Wertschöpfung zu betreiben. So wie Pascal Simons, der auch im Werkstattrat ist und sich für die Belange der Mitarbeitenden einsetzt. Bei den ersten beruflichen Gehversuchen nach der Schulzeit wurde bei ihm schnell eine Behinderung festgestellt. Und da bin ich auch nach hier gekommen, habe eine Rotarierzeit durchlaufen. Also Autoreifen rotieren ja auch und wir rotieren dann auch. Dort besuchen sehr viele Gruppen, 3 Stück an der Zahl. Und dann muss man sich entscheiden, in was für eine Gruppe man doch bleibt. Ich habe mich dann nachher entschieden, in eine Gruppe zu gehen, die Türdichtungen anfertigt haben.
Und so richtet sich das Angebot der Werkstätten nicht nur nach den Erfordernissen des Marktes, sondern vor allem auch nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Die hohe Vielfalt der Arbeitsangebote zeichnet die Werkstätten aus. Wenn die Aufträge in den Werkstätten sind, dann ist unsere Aufgabe, die Aufträge so aufzuteilen, zu zergliedern, dass möglichst viele Menschen mit Behinderung an diesen Arbeiten teilhaben können, unter der Voraussetzung, dass sie für uns natürlich immer noch wirtschaftlich tragbar sind.